Hallo! So, ich erzähle euch ein bisschen was über eine kleine Installation, die wir beim 30C3 gebaut haben. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Gegenüber von dem Laser stand so ein lustiges Fahrrad, was tierisch viel Lärm gemacht hat und viel Freude. Und ich erzähle mal, wie es dazu kam und wie das funktioniert und so. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Die Vorarbeit haben hauptsächlich die Jungs hier geleistet. Google Street View, ihr wisst schon, mit einem Auto durch die Gegend fahren, viele Bilder machen und sie alle online stellen, außer von Deutschland. Ist ganz lustig, wenn man so rauszoomt bei Google Maps auf die Weltkartenansicht und dann diesen kleinen, den Pac-Man so zieht, dann wird alles blau, wo man theoretisch hin könnte für Street View und das sieht lustig aus, weil Deutschland fehlt. Sonst ist alles blau. Aber macht ja nichts, wir wollten ja auch nicht unbedingt in Deutschland rumfahren. Also, wie kam ich auf die Idee? Oder wie kamen wir auf die Idee? Denn die Idee kam eigentlich von Basti, der sich auch gern Detmold nennt. Der hat an seiner Uni ein Projekt gehabt, wo er quasi das im Grob schon aufgebaut hat. Er hat nämlich ein Rennrad genommen. Das erkennt man gar nicht so gut. Bräuchte mal besseren Beamer. Tiefer. Dieses Rennrad hat er halt auf so einen Rollentrainer aufgebockt. Das heißt, so, man kann dann wie mit so einem Ergometer auf der Stelle Fahrrad fahren. Hat dann dort ein Arduino angeschlossen und das Ganze dann in dieser Google Earth Desktop-Software, also die man runterladen kann, eingebaut und da halt einfach in den Einstellungen den Cache voll aufgerissen und dann ging das irgendwie mit auf einem Beamer, wie man es hier auf dem Bild halt sieht. Diese Installation wollte Basti bei uns zum Kongress irgendwie mit dazustellen, hat halt gefragt, ob das irgendwie gehen würde. Ich meinte, klar, ist ein cooles Ding. Kam dann aber auf eine weitere Idee. Und zwar gab es hier ja eine lustige neue 3D-Brille, die Oculus Rift, wer sie noch nicht kennt. Das ist dieses Gerät hier auf der Seite. Die moderne Version einer Virtual Reality Brille. Hat ein, also das hier ist das Development Kit, die Consumer-Version, die ist quasi immer noch nicht draußen, aber ist noch in Entwicklung. Und die Firma Oculus hat dieses Development Kit halt an interessierte Entwickler ausgeteilt. Es hat ein einziges LCD-Panel, 1280x800 für beide Augen, das heißt also dieses schwarze Ding da vorne, jetzt nehme ich doch mal den Zeiger hin. Hier ist quasi das ganze Panel. Und das ist in der Mitte geteilt. Und dann hat man links und rechts zwei so komisch geformte Linsen, die einem dann die Halbbilder so ein bisschen auf die Augen strecken. Das hat auch so einen Fischaugen-Effekt, weil das Bild sehr stark gebogen wird. Und macht aber Spaß, weil eben ein Head-Tracking eingebaut ist. Das heißt, die Kopfbewegungen werden sehr schnell und sehr akkurat von dem Ding übertragen auf den Rechner, der dann wiederum das Bild so anpassen kann, dass die Kopfbewegung mit dem 3D-Bild übereinstimmt. Und wenn ihr mal sehen wollt, wo das Ganze enden wird, dann tippt mal das Stichwort Crystal Cove bei YouTube ein. Das ist quasi der neue Prototyp, den sie rausgebracht haben. Das ist völliger Irrsinn. So, das Problem daran war für die Oculus Rift, ich habe zumindest auf Anhieb nichts gefunden, was dieses Google Earth, also diese Desktop-Software, ordentlich mit der Oculus Rift verheiratet. Weil wir die Idee natürlich, wie es immer so ist, zeitnah vorm Kongress hatten, so November oder so. Und deswegen habe ich dann lang hin und her gesucht und habe gedacht, ja gut, dann, wenn es so nicht geht, machen wir es halt mit der Web-API. Jetzt ist das Problem, die Google Street View API, diese Nummer mit dem echten Street View, also dem Panorama, in dem man so hin und her sich bewegen kann, das möchte Google eigentlich nur auf seiner Seite sehen. Und deswegen bietet die Google Street View API auch nichts an, wo man sagen kann, gib mir mal so ein sphärisches Panorama. Das Einzige, was die Google Street View API zulässt, ist, gib mir mal an dieser Position, in diesem Winkel, in dieser Höhe, so ein großes Bild. Und dann sehe ich sowas wieder unten. Da ist auch, das kann man jetzt natürlich nicht lesen, aber da ist halt der API-Call, der halt eben genau diese Parameter hat, also Position, Winkel, bla bla bla. Das ist natürlich blöd, weil es ist ein Bild. Ich will aber eine sich bewegende Sphäre, in der ich mich mit der Oculus Rift umgucken kann. Da gibt es also nur eins, selber machen. Was man da im Prinzip macht,
ist so ähnlich wie, also das ist jetzt sind Screenshots von einem Android KitKat, das so einen Kameramodus hat, eben um so eine Fotosphäre zu machen. Und genau das gleiche machen wir im Prinzip in der Google Street View API. Wir nehmen uns nämlich die einzelnen Fotos und stitchen die halt selber zu so einer Sphäre zusammen. Also while1 API call, bis man eine schöne Kugel aus Einzelbildern zusammengesetzt hat. Das muss man aber auch nicht neu erfinden, Gott sei Dank. Und da gibt es das wunderbare Triumvirat aus diesen drei JavaScript-Libraries, nämlich 3.js. Das ist eine 3D-Engine für JavaScript, die ziemlich viel abgefahrenen Kram kann. Unter anderem natürlich eben auch Kamerapositionen und Sphären und so ein Zeug, was jede gute 3D-Engine können sollte. Dann gibt es VR.js schon. Das ist eine JavaScript-Library für 3D-Geräte, unter anderem für die Oculus Rift. Für die Oculus ist die Unterstützung dann am besten, aber die unterstützen auch so Zeug wie die Razer Hydra und so ein komisches Zeug. Und dann gibt es eben noch GSV Pano, also Google Street View Pano, wo jemand genau das, was ich eben beschrieben habe, in JavaScript gegossen hat, nämlich einfach eine Library, die sich die Bilder einzeln hernimmt und die in eine Sphäre packt, die eben von 3.js gebaut wird und dann in die Mitte eine Kamera platziert und dann kann man eben genau das tun, was man in der Google Street View, in dem richtigen Google Street View auf der Webseite oder eben in dieser Earth Software auch tun kann. Das Besondere ist, das sieht man da unten so ein bisschen, also das ist jetzt eben dieses GSV Pano, das macht halt ein sauberes Panorama nur mit den Bildern. Wenn man in Google Street View sich bewegt, hat man immer noch so ein Overlay von der Straße und diese Richtungspfeile und so ein Zeug. Und genau so ein sauberes Bild, eben das will eigentlich Google nicht, dass jemand anders das baut. Deswegen haben sie auch, also wenn man nach dieser GSV Pano Library sucht, da gibt es eine GitHub-Seite, auf der steht nur noch, sorry, Google hat mich gebeten, sie hier rauszunehmen. Aber ich meine, naja. Überraschung, sie war mal im Internet. Also Internet man, does not forget. Richtig, also findet man sie immer noch. Nicht im Google-Cache? Nee. Das waren so die Bausteine. Dann dachte ich mir, ja, suchst du noch ein bisschen und habe das hier gefunden. Das war schon beinahe, was ich haben wollte, nämlich oculusstreetview.eu.pn, lustige Domain, aber da ist nämlich genau alles drei schon kombiniert. Er hat GSV Pano genommen, das ja sowieso 3.js schon benutzt, mit diesem VR.js kombiniert und dann konnte man eben dort, also da kann man auf so einer kleinen Google Maps Karte eben eine Position angeben und dann lädt er davon das Panorama und man kann tatsächlich über VR.js, was eben den Input von der Oculus Rift entgegennimmt, sich schon da drin umgucken. Das ist ja eigentlich fast perfekt. Einzige Problem ist, dass es genau ein Panorama lädt und wenn man dann zum nächsten springt, kommt hier unten dieser lustige Ladebalken, das dauert eine Weile, dann stitcht er den Kram zusammen, lädt, stitcht und dann kommt das nächste Bild. Ist jetzt auf einem Fahrrad wahrscheinlich nicht so spaßig. Also gibt es wieder nur eins. Forken. Da hat mir dann Matze geholfen, also Phil Fry, wer den kennt, weil ich von JavaScript so wenig Ahnung habe. Und was wir letztendlich jetzt machen, ist einfach ganz, ganz viele von diesen GSV Pano-Objekten vorher vorladen und dann beim Umsprung sozusagen nur noch den Canvas, also den HTML-Canvas wechseln auf dieses nächste schon längst vorgeladene Panorama. Und dann hat man eben so wie wir es, also das war unser Demonstrator, leider gibt es davon kein gescheites Bild, das habe ich jetzt aus dem Beitrag vom Deutschlandfunk rausgeniffelt, deswegen ist das so schlecht aufgelöst, aber wir haben einfach aus dem Bällebad drei Bälle geklaut und die mit so Malerkrepp zusammengeklebt, weil das halt sehr schön verdeutlicht, wie halt einfach drei von diesen Sphären, die vorgeladen sind und dann bewegt man sich in diesen Sphären einfach. Ja, das wirkt aber trotzdem immer noch ganz schön abgehackt, weil die Abstände zwischen diesen zentralen Punkten der Panoramen variieren und teilweise ganz schön groß sind. Also teilweise habe ich bis zu 16 Meter Sprünge gemessen, die zwischen zwei Panoramen sind und wenn man das natürlich so als flüssige Animation abspult, dann kommt einem das nicht so vor, als würde man Fahrrad fahren, weil man meistens nicht von einer Sekunde auf der nächsten 16 Meter weit vorne ist, außer man heißt Abrock. Deswegen habe ich dann einfach einen Camera-Move gemacht, das heißt, ich bewege in der Sphäre die Kamera einfach ein Stück nach vorne, statt auf die nächste Sphäre zu wechseln und mache dann das so oft, dass es ungefähr smooth wirkt und dann wechsle ich auf die nächste Sphäre.
Das habe ich am Anfang auch mit einer festen Zahl gemacht, bis mir dann eben aufgefallen ist, dass das sehr krass variiert. Also ich habe keine Ahnung, was für einen Trigger Google da in dem Street View Car benutzt, ob die Zeit oder grobe Position. Jedenfalls sind halt diese Werte sind total komisch. Und was ich dann zuletzt gemacht habe, war quasi bei jedem Panorama, in dem ich mich befinde, den Abstand zum nächsten tatsächlich ausrechnen und dann halt grob nur die Kamera wirklich nur so bewegen, dass das mit dem Abstand stimmt. Es funktioniert immer noch nicht perfekt. Da könnte man nochmal nacharbeiten, aber ich habe seit dem Kongress auch ehrlich gesagt noch keinen Bock gehabt. Werde ich aber vor der Tupas versuchen, noch ein bisschen gescheiter zu machen, dass der Übergang noch so ein bisschen schicker ist, weil das natürlich der Hauptkritikpunkt der Leute ist. Anyway, als wir das dann so ein bisschen zusammengehackselt haben, war es auch eigentlich schon Kongress. Deswegen war es bis zum Kongress nicht so richtig ganz fertig. Eins der großen Probleme, die es auch gibt, ist, dass Google natürlich sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht hat. Oft auch von der gleichen Straße deutlich mehr als einmal durchfahren Aufnahmen. Und dann die besten Bilder, das beste Bildmaterial auswählt. Da kommt dann auch so ein lustiges Problem zustande, dass sie die Fahrtrichtung in dem Bildmaterial mit einkodiert haben. Und GSV Pano, diese Library, die Sphäre stitcht, startet halt aus der Blickrichtung des Autos. Wenn ich jetzt eine langgezogene Straße habe und sie haben in der Mitte irgendwo Bildmaterial aus der Gegenrichtung, weil das besser ist, dann wechselt in der Mitte irgendwo die Fahrtrichtung. Und dann habe ich plötzlich um 180 Grad gedrehte Kamerainformationen und fahre aber rückwärts. Und da habe ich halt irgendwie versucht, dann so einen Sprung zu erkennen und die Kamera wieder zu drehen. Und das geht auch gut, aber wenn es dann wieder wechselt, dann klappt, also ist mein Code irgendwie scheiße. Das hat nie ordentlich funktioniert und auch auf dem Kongress, als wir hingefahren sind, war mir klar, naja, ich muss das erstmal debuggen und so. Aber immerhin hatten wir halt kurz vor dem Kongress noch einen Ladebalken fertig gekriegt, weil 300 Panoramen laden dauert eine ganze Weile und als man gar kein visuelles Feedback hatte, war es halt echt blöd, weil man nicht wusste, hängt mein Rechner, ist das JavaScript im Arsch oder lädt er tatsächlich noch. So, und auf dem 30C3 hatten wir dann dieses schöne Setup. Also vom Fahrrad kommen diese lustigen Kabelchen auf das Breadboard. Das Breadboard hängt am Arduino. Der Arduino hängt über USB am Mac. Aus dem Mac geht USB in diese Controlbox von Oculus und DVI geht da rein. Und das geht dann eben auf die Brille. Am Anfang habe ich noch eben gedacht, naja, ich debug das noch irgendwie auf dem Kongress und guck mal, wie das funktioniert mit den wechselnden Sachen und so, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Aber schon als wir aufgebaut haben und nur mal so angefangen haben, grob rumzutesten, stand schon so eine Traube von Leuten, die unbedingt ausprobieren wollte. Und zumal ich dann am Anfang, ich hatte aus irgendeinem Grund zum Testen irgendeine Strecke in Norwegen oder so, was total langweilig ist, und dann meinte, ich glaube, es war sogar Basti, meinte so, ah, mach doch mal irgendwas Interessantes, Golden Gate Bridge oder so. Und das hat sich als sehr praktisch erwiesen, weil die Golden Gate Bridge zwei sehr weit voneinander entfernte Fahrspuren hat. Das heißt, ich weiß nicht, wie der Google-Algorithmus das auswählt, aber es muss auch was mit Abstand zu tun haben. Jedenfalls ist die Gegenspur zu weit weg, als dass er das Bildmaterial überhaupt benutzen würde. Das heißt, über die ganze Brücke habe ich definiert immer eine Fahrtrichtung. Also perfekt, weil das kriegt man gerade so hin. Und dementsprechend hat halt diese Golden Gate Bridge Szenerie sehr gut funktioniert. Und die haben wir dann einfach gelassen. Und konnten auch überhaupt nicht mehr debuggen, weil die ganze Zeit Leute anstanden. Also sobald wir das Ding in Betrieb genommen haben, waren halt Leute da. Und wenn wir irgendwie mal Pause machen wollten, mussten wir halt schnell weg und einfach alles ausschalten. Wir haben dann am Tag 2 des Kongresses auch noch so eine Art Lenkung eingebaut. Das funktioniert auch nochmal mit 3 Hall-Sensoren, die vorne am Lenkrad festgemacht sind. Vielleicht sollte ich das überhaupt immer erklären. Also das Prinzip von diesem Fahrrad ist so, wir haben auf dem Hinterrad Magneten aufgeklebt und am Rahmen einen Hall-Sensor. Der Hall-Sensor reagiert auf das Magnetfeld, der gibt dann einfach so eine Flanke. Die interpretiert der Arduino als Interrupt. Und das ist ein Arduino Leonardo, einfach aus dem Grund, weil wir stinkfaul sind. Und der Arduino Leonardo per Default als
USB-Keyboard agiert. Das heißt, wenn du den in den Rechner steckst und sagst in dem Arduino-Code irgendwo Button Press E, dann kommt auf dem Rechner ein E an. Und genau das nutzen wir. Also das heißt, diese WebGL-JavaScript-Nummer, die ich eben in dieser Webseite gebaut habe, reagiert einfach auf die Taste E und springt dann ein kleines Stück vor. Und wenn halt der Übergang von einer Sphäre in die andere kommt, springt er in die andere Sphäre. Aber es ist nur die Taste E, sonst gar nichts. Das ist die ganze Magie. Und bei der Lenkung haben wir das dann halt noch ein bisschen erweitert mit 3 Hall-Sensoren, die dann noch so ein bisschen State-Machine machen, also ob man halt geradeaus, links oder rechts gerade fährt und dann halt auch einfach eine weitere Taste drücken. Und weil jetzt diese Google Street View Aufnahmen ja nur eine Linie sind, kann man natürlich nicht wirklich lenken. Also was wir machen, ist einfach die Kamera ein ganz kleines bisschen in der Sphäre nach links oder rechts bewegen, auch in einem Grenzbereich, sodass man halt nicht irgendwie total an den Rand von der Sphäre, weil das dann auch natürlich ganz komisch aussieht. Aber der Effekt ist ganz lustig, also wenn die Leute mal so ein bisschen gelenkt haben und dann an so Richtung Rand der Brücke kamen, haben sie immer so panisch zurückgelenkt. Also der Effekt war schon ganz gut dafür, dass es einfach nur so schnell hingeklatscht war. Ja, dokumentiert wird das Ganze auch so ein bisschen. Also unter anderem war der Deutschlandfunk bei uns, ich glaube, den hat Unicorn zu uns getrieben. Vielen Dank dafür. Da gab es einen Videobeitrag, der ist auf Vimeo. Also wenn ihr hier dieses Raute T 10 Minuten 40 mit anhängt, dann kommt ihr direkt zu dem Beitragsteil. Das ist ein dreigeteilter Beitrag. Wenn ihr das 10 Minuten 40 weglasst, dann könnt ihr euch den ersten Teil angucken, weil da sind nämlich die wunderbaren Münchner mit ihrer Strickmaschine auch drauf, wo sie genau erklären, wie die funktioniert. Dann gab es noch so einen Audiobeitrag, wo Basti was nur erzählt hat, da war ich nicht bei. Und dann waren wir auch noch bei der Sondersendung, die auch auf dem Kongress aufgezeichnet wurde, da irgendwie bei 1 Stunde 50, weil die sind immer ganz schön lang. Ja, da sind noch ein paar schöne Bilder von dem Setup. Bastis tolles Fahrrad. Und ja, das war's. Gab es Deutsche, die sich übergeben haben? Es ist, ja, also ich meine, die Motion Sickness bei, gerade jetzt eben bei dieser Development-Version von der Oculus Rift, ist noch ziemlich extrem. Also mir wird auch ganz schön schlecht, wenn ich das Ding eine Weile aufhabe. Ich weiß, dass Etox hier, glaube ich, zum Beispiel mal saß und kurz davor war, aber das lag nicht direkt an dem Oculus Rift, sondern weil da Steuerungsentwickel. Das muss wohl ziemlich kaputt sein. Ja, ja. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komisches Gefühl, eben weil es so ein komisches Fisheye-Ding hat. Und die Reaktionszeit ist halt immer noch so ein bisschen langsam. Das heißt, es zieht immer noch so ein bisschen zu dem nach, was du halt gewohnt bist, wenn du jetzt den Kopf so bewegst. Aber gerade jetzt eben, was ich erwähnt habe, bei diesem Crystal Cove, was jetzt so der nächste Prototyp ist, den sie rausgebracht haben, haben sie halt da eine ganze Menge gefixt. Und ich meine, ich hatte das Ding noch nicht auf dem Kopf, aber es gibt sehr viel Videomaterial von Journalisten, die es auf der CES aufbekommen haben und halt irgendwie mega geflasht sind. Also völlig krass, wie die abgehen. Was sie bei dem Ding gemacht haben, ist einmal haben sie das Display erstmal durch sehr viel Höherauflösendes ausgetauscht. Das ist jetzt halt ein Full HD. Also du hast pro Auge dann jetzt eben 720p sozusagen, was aber nicht so viel zu dem Ganzen beiträgt, sondern das Interessante ist, dass sie einmal so eine Art Persistence of Vision eingebaut haben, das heißt, sie zeigen das Bild und blenden dann aber auf schwarz und zeigen dir dann erst wieder ein Bild, wenn sich der Bildschirminhalt so ein bisschen ändert, das heißt, du hast, wenn du dich schnell bewegst, eben nicht so einen Schmiereffekt, so einen Motion Blur, weil es wirklich einzelne Bilder sind und dein Hirn sozusagen die Lücken auffüllt. Also ähnlich wie du einen Film eben auch bei 24 Frames pro Sekunde und nicht bei 10 Millionen siehst. Das ist eins, was wohl diese Motion Sickness sehr runterdämpft. Und das andere ist, dass sie bei Crystal Cove auf der Brille außen ganz viele Infrarot-LEDs aufgebaut haben, die sie mit einer Webcam dann wiederum tracken, sodass du nicht nur diese Bewegung hast, sondern halt auch im Raum trackbar. Und wenn du das dann wiederum in das Spiel einbaust, dann ist halt deine Immersion viel krasser. Also wenn du halt so machen kannst und es verändert sich das Bild, ist ein Riesenunterschied zu dem, eben kannst du um die Ecke gucken und halt so scherzen.
Und das macht es halt auch nochmal natürlicher. Deswegen ist wohl bei diesem neuen Prototyp so die Motion Sickness fast weg. Also alles, was ich so gelesen habe, jedenfalls. Wie gesagt, ich hatte das Ding noch nicht auf. Aber es wird ein cooles Ding. Die Oculus auf jeden Fall. Ja, also das Lustigste, was wir da hatten, war, also wir haben so ein bisschen scherzhaft das immer in Typ 1 und Typ 2 Leute unterteilt. Typ 2 ist so, setzt sich halt so drauf, macht so ein bisschen was und fängt dann halt gleich an zu meckern, irgendwie, ah, ich sehe so ein Fliegengitter, es ist alles unscharf, es ruckelt, das ist totaler Schrott. Steigt ab und geht weg und meint, kaufen würde ich es nicht. Und Typ 1 war halt so aufsteigen, aufsetzen, völlig geflasht sein und überhaupt nicht mehr klarkommen, wie geil das alles ist. Dazwischen gab es eigentlich fast nichts. Also es gab witzigerweise auch Typ 2, die aufgesetzt haben, gefahren sind und dann Typ 1 wurden. Also die außen davor standen immer so meinten, so draufgesetzt. Also das gab es auch. Und am lustigsten war eigentlich der eine Typ, der... also wir hatten das Fahrrad so neben dem Tisch, also hier war der Tisch, hier das Fahrrad, und er wollte so absteigen, er hat nämlich die Brille noch auf und rechts war der Bürgersteig von der Brücke. Und dann haben wir ihn erstmal so festgehalten und meinten, so nett, da ist der Tisch, du musst andere Seite, und das war schon ganz lustig. Und ich hatte auch einen, der abgestiegen ist und dann weiterlaufen wollte, und er hat auch die Brille auf. Also es ist schon ganz lustig, was man so mit dem Ding alles erlebt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es war halt... Also es kamen dann halt auch ein paar Leute, die irgendwie, also eher so Typ 2, die meinten so, ja, was habt ihr denn da so gemacht? Und ich meinte, naja, es sind halt irgendwie ein paar JavaScript-Libraries und ein Arduino, der eine Taste drückt. Und dann immer so, das hätte ich ja auch machen können. So, ja. Das war so. Also, es ist halt ist nichts Besonderes, aber der Effekt war halt sehr, sehr schön, den man damit erzielen konnte. Ja,